Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Ich möchte gerne mein Spezialgebiet Komplementärseele bekannt geben. Was bedeutet Komplementärseele? Der Begriff kommt von Latein complementum und bedeutet Erfüllung, Ergänzung. Und das ist das Ziel. Ein glückliches, erfülltes Partnerschaft zu leben und diese Ergänzung genießen. Alles andere hat keinen Sinn. Und wo befinden viele Menschen? In eine Leidenskarussell. Und was machen die Berater, Beraterinnen? Nicht alle Einzelnen, Gottes Willen. Ich möchte niemand beschuldigen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Beratung daran konzentriert sich, die Menschen in Leidenskarussell zu behalten, weil das ist das Einkommen. Schlicht einfach. Möglichst lange Zeit. Nehmen wir mal das als Aufgabe. Sogar ich würde behaupten, als wichtige Aufgabe, die Menschen von dieser Leidenskarussell zu befreien. Natürlich verliere ich dann die Klienten, weil sie führen dann eine glückliche Partnerschaft oder leben ihre Berufung. Also es handelt sich nicht nur um die Liebe oder bringen in ihren Finanzen in Ordnung. Dann kommt neue Klienten. Ich habe diese Vertrauen. Aber dann weiß ich, ich habe etwas Wertvolles getan. Aber zurück zur Liebe. Es gibt kein Dualseelen, weil die Seele teilt sich nicht. Unserem Selbst ist einzigartig. Wir sind ein Individuum und es teilt sich nicht. Und wenn wir im Vertrauen bleiben und auch mal geduldig sein können und sind frei, dann kommt auch die Richtige, weil das ist ein kosmisches Gesetz. Das, was wir ausstrahlen, genau das ziehen wir auch an, Punkt. Und ein Mensch, der versucht verzweifelt, ihren Herzensmann zu erobern oder hat ihren Wünsche, aber ist im Leidenskarussell drin, dann zieht die nächste Leid an oder die Einsamkeit. Wie lange möchten Sie das mitmachen? Es sind Ihre Zeit, wertvolle Monate, manchmal sogar Jahre. Es ist wertvoll. Und es ist auch wichtig zum Erkennen. Der Herzensmann oder die Herzensdame ist vielleicht nicht morgen oder übermorgen da. Alles braucht Zeit. Ein bisschen Geduld. Aber eins ist sicher, wenn man zu sich selbst steht, wenn man sich selbst liebt, wenn man mit sich selbst im Einklang ist und führt ein zufriedenes Leben. Die Liebe kommt von alleine. Und das möchte ich vermitteln und ein Ritual durchzuführen, dass es klappt oder schneller geht, ist auch nicht in Ordnung. Weil man kann nicht andere Menschen dadurch beeinflussen oder sogar manipulieren. Ich bezeichne das als Manipulation. Ein Mann, der liebt, er kommt auch. Und wenn ein Mann nicht liebt, dann soll er auch fortbleiben. Und dann kommt die Richtige, der auch diese Liebe geben kann. Und das ist die Ergänzung, die Erfüllung,
Das ist die glückliche Partnerschaft. Raus aus dem Leidenskarussell. Befreien davon, frei zu sein, in Einklang mit sich selbst. Und natürlich auch braucht man das Gefühl Vertrauen oder auch ein bisschen Geduld. Das muss mit sich bringen. Aber ich kann dabei auch helfen, die richtigen Momente im Leben zu erkennen. Kann man auch ein bisschen beeinflussen, aber nicht manipulieren, sondern beeinflussen, im richtigen Ort zu sein. Und natürlich auch die Vertrauen. Ich erkenne auch die Blockaden, woran liegt das? Das sind meistens Zweifel oder Ängste. Wie befreit man von diesen Gefühlen? Und dazu habe ich auch meine Methode. Und wenn jemand Interesse daran hat, ein glückliches, erfülltes Leben zu leben, dann kann ich das auch garantieren, dass es auch so kommt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe diese Karussell schon längst verlassen. Und ich habe ein schönes, glückliches Ehe. Das kann ich behaupten. In diesem Sinne möchte ich verabschieden und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.